Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest. Gemeinsam hier mit meiner Spielfigur bin ich für euch heute wieder die Axt im Walde und wir gucken uns an die Spieleversion 0.64 von The Forest. Ist gerade mal eben letzte Nacht hier rausgekommen. Ja, viel ist da nicht drin. So viel ist auf jeden Fall mal zu sagen. Aber ich gebe auch offen und ehrlich zu, das, was hier wenig drin ist, ist auf jeden Fall gutes Zeug. Ja, neben den vielen kleinen Dingen, die jetzt auch im forum.2ftheforest.net bei den Patch Notes nachzulesen sind, haben die Entwickler erstmal hier eingebaut neue Sprachen. Ich möchte ja auch gar nicht aufzählen. Das sind hier jetzt mittlerweile schon so viele Sprachen, die drin waren. Und so viele auch, die wieder neu hinzukamen. Ja, und ihr seht, während wir hier in unseren Spielezimmern wegschmelzen, ja, gibt es hier in The Forest ein ordentliches Wetter. Das macht auch ein bisschen Lärm. Und ja, ihr könnt das erkennen. Ich habe hier wieder was aufgebaut. Ja, aber bevor wir hierzu kommen, geht's erstmal los. Die Machete, das neue Teil aus der letzten Spieleversion, die lässt sich jetzt auch aufrüsten. Ihr seht das. Ich kann hier Geschwindigkeit hinzumachen. Och, wie geht denn das? Ich habe hier kein Baumharz. Mann. Gut. Unabhängig davon. Ja, Geschwindigkeit, auch ein bisschen mehr Schaden richtet die an. Und die soll jetzt hier, ja, die Entwickler meinen, Büsche schneidet hier und kleines Zeug schneidet die Machete jetzt viel, viel besser. Und ich gebe zu, das stimmt. Wunderbar, gefällt mir gut. Ne? Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ja, und ich sag mal, bevor wir hier zur nächsten Neuerung kommen, die ich euch präsentieren möchte, möchte ich hier etwas demonstrieren, das mir im Zuge meines Rundkursaufbaus aufgefallen ist. Nämlich platziert man hier so eine Seilrutsche, die Tor-Seilrutsche. Na, jetzt ist hier mit dem Riesenkrach aber erstmal genug, bitte. Gut, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich denke mal, es regnet noch ein bisschen, aber das ist akzeptabel. Zurück zur Seilrutsche. Baut man diese hier auf einer Plattform auf und reißt diese Plattform dann... Oh, oh. Ja, das war ein bisschen hier. Ich bin wohl stufenbetrunken, ich weiß es nicht. Und reißt man die darunterliegende Plattform dann ein, bleibt hier die Seilrutsche bestehen, ja. Und dadurch, was ich hier aufgebaut habe, ergibt sich ein lustiges, nettes und interessantes Spielchen. Wenn das hier... Nein! Ja, natürlich... ist das hier in der Demonstration dann immer so, dass das erstmal nicht klappt. Aber... wer auf die Fresse gefallen ist ein paar Mal, der steht auch wieder auf und probiert das von neuem. Ja. Und. Ja, wir. Nein! Oh, das war einmal hier die Taste zu viel gedrückt. Ja. Man kann das hier schaffen, den Übergang. Aber wichtig ist hier, dass wirklich die Taste E in diesem Fall bei mir nur einmal gedrückt wird. Wird die hier vielleicht unabsichtlich aus der Hektik heraus, weil man auf die Tasten drauf klempert wie ein Klavierspieler, dann ja, wird das Spiel das als ich möchte aussteigen auf und zwischen wie ich empfinden bzw. verstehen und ihr habt gesehen, das vielleicht nicht so förderlich. Aber gut, wir kommen zur Neuerung. Wir kennen den Aufzug hier vom letzten Mal, da kam hier in der 063, kam der mit und dazu bekommen wir, weil das natürlich ein bisschen hier nervig ist, erstmal sich drauf, na komm jetzt hier, ja, vielen Dank, hier drauf zu stellen und dann kann man hier loshobeln. Ja, das ist natürlich nicht so toll, wenn die Plattform ganz oben ist und man steht hier ganz unten, darum gibt es jetzt hier so ein außenliegendes Kontrollteil. Ja, kann ich hier raufziehen, ich kann das runterziehen. Vorsichtig auch hier, wenn das ganz unten ist oder ganz oben ist, lässt hier die Spielfigur automatisch das Seil aus. Ja, Obacht! Ja, Obacht, bei diesem Aufzugsbau,
Denn nicht immer, und das kennen wir ja aus der letzten Version, beziehungsweise im letzten Video zur letzten Version, dass hier die Plattform ein bisschen erhöht liegen kann. Und ihr seht, das ist jetzt schon ein bisschen umständlich hier, ne? Ja, das geht jetzt nicht mehr weiter hier nach unten. Ja, nicht nur muss ich hier außen rumlaufen, nein, ich komme ja erstmal gar nicht hier drauf. Oh, doch, haha, rumgezappelt und dann funktioniert es auch, ne? Ja, gut. Ja. Und ich sag mal hier, bis auf die Aufzugskontrolle, die außen anliegende, gibt es hier jetzt eigentlich nur mehr zwei große Neuerungen, aber das sind keine Neuerungen, die ich euch demonstrieren kann hier im Spiel. Das ist hier zu einer Sache, haben wir hier Errungenschaften jetzt bekommen. 45 Stück, wovon die Entwickler sagen, nicht alle sind bereits aktiv. Probiert das aus. Ich habe mir auch die Liste schon mal angeguckt in meinem Profil. Ist eigentlich sehr beeindruckend, was hier alles gemacht werden muss. Das sind gar nicht mal so, ich sag mal, wirklich anstrengende, ja, komplizierte Tätigkeiten. Ne? Ja. Und die zweite Sache, das wird auf jeden Fall alle Spieler bzw. Betreiber von dedizierten Servern freuen. Die Entwickler sagen jetzt erstmal, die Optionen funktionieren. Ja, Bäume wachsen nach, hier Gegner kommen keine, das soll jetzt funktionieren. Ich darf euch hier bitten, wenn ihr das probieren könnt, also konntet oder die Gelegenheit dazu habt, bitte gebt hier im Thema zu den deutschen Patch Notes der aktuellen Version bitte eine Rückmeldung hier bei uns im Forum. Ja, das hilft auch vielen anderen und ich denke, Spieler, die sich gegenseitig helfen und miteinander was machen, ist immer eine gute Sache. Ja? Bevor die Leute hier kopflos durch die Gegend laufen und zwei Wochen lang nicht wissen, oder mehr, ja, ob hier die Optionen einfach defekt sind oder dass ein Bug im eigenen Spielesystem ist, man weiß es nicht. Ja, in diesem Sinne, sag ich mal, 20 Tage sagen die Entwickler hier wieder aktuell, soll das dauern, bis wir uns wiedersehen und wiederhören. Ja, das freut mich sehr. Ich hoffe, bis dorthin ist ein bisschen kühler. So wie in The Forest. Und sag mal, tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Maui.